euch gerne bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war ja letztens in Bochum wegen den AMG, weil wir Lackierarbeiten hatten. Apropos AMG, habe ich natürlich jede Menge Sachen bestellt bei Autodoc. Ihr könnt natürlich mit Autodoc auch sparen. Zurzeit gibt es Black Friday Wochen. Plus 2% mit Kfz-Fuzzi. Und was habe ich noch gehört? Fernando Torres ist jetzt auch bei Autodoc. Legendärer Stürmer aus Spanien. Da habe ich ein Auto gesehen. Kennt das, wenn ein Auto sehr lange steht, Reifen alle platt. Verkauft ihr den? Da meinte er so, nein, ich verkaufe den nicht. Aber Jonas, ich habe einen Kunden, der hat ein Auto, den will er loswerden. Melde dich einfach bei dem. Ich habe den angerufen und dahin gehen wir gleich. Also ehrlich gesagt, ich weiß echt nur die Marke und Baujahr. Sonst vom Zustand, Farbe, Motor, keine Ahnung. Das werden wir gleich zusammen das erste Mal sehen. Peter, das Auto hier, sein CLS AMG, der diese ganzen schönen Sachen für mich druckt. Hier hat er natürlich gar nicht übertrieben. Hat gesagt, ich habe noch ein paar da. Dann drucken wir das doch drauf hier. KS Designs. Bester Mann, schöne Grüße hier an Peter. Ihr seht das hier, er hat die Stoßstange hier einmal komplett mitgenommen. Das Ding fehlt. Sieht einmal nicht schlecht aus. Das sieht ja schon fast original aus. Aber tatsächlich fehlt da die Lippe. Wir fahren gleich nach Bochum, werden dieses Auto einmal dahin bringen und danach fahren wir dort sofort zu der Garage, wo das Auto steht. Was brauchen wir alles? Formmanual, 10W40, nehmen wir sicherheitshalber mit. Dann einmal Rostlöser, Werkzeugkiste, immer gut. Hammer nehme ich auch mit, falls die Bremsen fest sind. Und einen Starter brauchen wir. Ich glaube, die Batterie ist leer. Und Giro brauche ich auch, falls wir schieben müssen. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß echt nichts. Ich habe den Typen gesagt, einfach, sag gar nichts. Ich will mich einfach da überraschen lassen. Und mal schauen, was ihr gleich dazu sagt. So. Ach so, ich habe es voll vergessen. Der liebe Peter hat gesagt, Yunus, mein Auto ist dein Auto. Fahr so, wie du immer fährst. Peter, bist du dir sicher? Ich fahre den, als wäre das mein eigenes Auto. Sag ich dir jetzt schon. Jeder überholt mich hier. Denken so, soll ich den AMG überholen oder nicht? Der drückt doch bestimmt jetzt oder so. Nein, ich drück nicht. Keine Angst. Ich bin der gechillteste Fahrer. Ich war gerade hier 100. Man sagt nicht umsonst. AMG, fahren ist okay, aber beim Tanken tut's weh. Deswegen, ich sollte so fahren, als wäre es mein eigenes. Und so würde ich fahren, wenn es mein eigenes ist. Auto ist natürlich geil. AMG, TLS. Da braucht man nicht viel sagen, ihr kennt diese Autos, glaube ich. Die Stoßstange ist komplett anders. Das Problem ist natürlich, er wusste das natürlich nicht besser, hat das gekauft, AMG Stoßstange, CLS passt und hat sehr viel Geld dafür bezahlt. Leider passt das nicht. Aber egal, wir werden das Ganze reparieren. Das werde ich aber irgendwann euch zeigen, wie wir das reparieren. Ich gebe den Schlüssel jetzt ab und wir werden jetzt weiterfahren zu unserem Auto, was wir uns anschauen und gegebenenfalls mitnehmen. Keine Ahnung, ob er anspringt oder nicht, wie er aussieht. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube das nicht. Ich bin hier angekommen. Hier ist der liebe Andreas. Grüß dich. Hi. Und hier soll jetzt das Auto sein. Ja, steht's drin. Geile ist, ich weiß nur den Baujahr, was für eine Marke. Aber sonst weiß ich nichts. Ich weiß nicht, was für ein Motor, wie der aussieht. Das werden wir jetzt so sehen. Unser Kontakt super, bedeutet mir ganz viel. Das ist mein erstes Auto. Der Arm ist fast 37 Jahre alt. Bin da doch einige Kilometer mit gefahren. 300.000, 400.000, glaube ich, hat es. Und es steht halt viel zu lange schon in der Garage. Und dann kam wir in Kontakt und sagst, ich mache da was draus. Ich will mal gucken, ich kann da vielleicht was draus machen. Ja, und ich freue mich. Ja. Und bin mal gespannt, wie der Eindruck ist. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall. Da ist ja nicht nur Auto drin in der Garage, da sind ja auch im Auto noch ganz viele emotionale Geschichten. Ich war da auch schon ewig nicht mehr. Oh, okay. Ich bin gespannt. Ihr seht das als erstes, ich gucke danach. Und es ist ein Golf 2. Ihr seht, in weiß, es ist vor Facelift, Viertürer. Motor weiß ich auch nicht, will ich jetzt auch nicht wissen, das werde ich gleich sehen, wenn wir das aufmachen. Ja, weiß es. Ich bin mal gespannt. Der noch rollt, bin ich gespannt. Bin ich auch gespannt. Vielleicht kriegen wir ja zum Rollen. Fällt mir jetzt eigentlich so auf, jetzt wollen wir mal schauen. Ja, aber jetzt probieren wir mal ein Glück. Ob ich einsteigen kann, oder? Willst du einsteigen und sofort Dreck starten? Meinst du, schaffen wir das? Oder willst du erstmal? Können wir probieren. Also ist ein bisschen riskant, weil der stand ja sehr lange. Aber lass das probieren. Wir haben nichts zu verlieren. Also ich war ewig nicht mehr drin. Okay. Also ich brenne da so ein bisschen drauf. Weil noch ist er ein Auto. Also wenn er einen Motorschaden hat, dann lassen wir den direkt hier. Ich will gar nicht wissen, wie lange der hier stand. Achtet mal. Das ist Nostalgie. Eieiei, das ist auch gestern gewesen. Probier dein Glück, Andreas. Ah,
geht natürlich da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Ist ja klar nach all den Jahren. Wir schieben den mal raus. Das Gefühl, da drin zu sitzen. Als ob es gestern gewesen wäre. Aber der sieht ja von innen noch sehr schön aus. Dann sollen wir den mal ein bisschen nach hinten schieben und dann gucken wir uns den mal an. Das machen wir. Gero, schieben wir. Hallo? Muss man noch ein bisschen da. Oh, das ist ein 1,3er, kann das sein? Oder ist das ein 1,6er? Nee, ich würde eher sagen 1,3er. 1,3er ist das. Ich würde mich jetzt holen, ja. Muss ich die Hand holen. Das sieht gut aus. Doch, ist nur drin. Ja, das liebe ich bei alten Autos, ne? Wenn du so einfach Gartenschläuche hier provisorisch hier alles dran machst. Das hat man früher gemacht. Ja, war schon ein bisschen rumgebastelt. Ja. Außen mal anschauen. Bevor wir den überhaupt starten, ja, man sieht natürlich, dass er sehr, sehr lange drin war. Allein dieser Staub hier ist schon Hammer. Ja, die Tür hier hat gelitten, aber wie die Türen aufgehen, ne? So, wir haben hier 41.000 haben wir hier. Ja, ist aber ein neuer Tag. Oh, die Sitze sind noch gut. Dachhimmel ist gut. Ein Radio. Was kein Radio ist, das ist auch gut. Lenkrad, sehr nice. Die Gangschaltung geklaut. Was haben die gemacht? Den Gangschaltung bzw. den Knauf. Das haben die geklaut? Die haben aufgebrochen und den Knauf des Autos entwendet, plus ein Euro noch, aber ansonsten... Plus ein Euro. Genau. Das, oder hat er ein Euro noch reingetan? Nee, leider nicht. Aber man merkte schon, dass das dann schon spezielle Bauteile waren. Hier zum Beispiel, da habe ich einfach nur geparkt. Dann kam ein richtig großer Laster, der wendete. Dann hat er die ganze Straße mitgenommen, also nicht nur meinen Golf, muss ich klarerweise sagen. Nur da war das Auto schon so alt, dass ich dafür nichts mehr bekommen habe. Das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her. Da hast du einfach mal drüber lackiert. Naja, ich bin jetzt nicht der Profi, was das angeht. Ja, aber genau. Gut, dass du es gemacht hast, sonst hätten wir hier, ja, glaube ich, keine Tür mehr. Die wäre schon durchgerostet. Hier auch noch, ne? Ja, ich glaube, das war meine Ex-Freundin. Genau. Eigentlich jede Ex-Freundin da irgendwo in eine Beule reingefahren. Durch? Und ich glaube, eine wichtige Geschichte für mich ist wirklich, dass ich damals die Abi-Feier, das war zum 25. Das muss dann 85 Abi 2010 irgendwann gewesen sein, mit dem Golf angereist bin. Und keiner konnte das verstehen, was war ich denn da für eine alte Kiste, obwohl da schön fett Abi 85 drauf stand. Und dann kamen die Erinnerungen auch meiner ganzen Schulkollegen. Ah, das, also, das ist nicht dein Ernst, Andreas, dass du dieses Auto so lange in Ehren gehalten hast. Und das habe ich jetzt auch noch. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was draus werden könnte. Ja. Was wir auf jeden Fall erstmal machen, wir gucken erstmal, ob der Motor sich drehen lässt, bevor wir hier überhaupt was machen. Dann kann sein, wenn er nicht anspringt, wir gucken einmal hier rein, in den Verteiler, wo der Dreck ist, dass wir das schon mal reinigen. Und dann schauen wir mal, ob wir den ankriegen. Ich werde auf jeden Fall vom Manol so ein Adjektiv. Adjektiv, ich sag immer Adjektiv. Der ist ja schon sehr lange. Ich will auch sowas. Den bring ich dir nächstes Mal mit. Muss nur sagen, Benziner oder Diesel, kann ich dir nur empfehlen, Manol. Das müssen 18er sein. Yes. So, jetzt werden wir mal schauen. Oh. Ja, ein bisschen Ölverlust, wird der TÜV-Prüfer jetzt sagen. So, jetzt schauen wir mal. Und ja, der lässt sich drehen. Siehst du das? Gut. Der lässt sich drehen, das ist gut. Ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal einen Verteiler von einem Golf gesehen habe. Ist auch schon lange her, aber guck mal rein. Den hat so oft auf. So, aber man sieht, der Verteiler ist auch noch okay. Also den lassen wir jetzt auch so. So. Lass uns den versuchen zu starten. Also da gab es keine Probleme oder so, du hast ein neues Auto geholt und dann hast du gesagt, den mache ich einfach in die Garage. Im Endeffekt war es einfach so, dass, wie gesagt, die vier Kinder, Auto war nicht mehr groß genug. Ich sagte, den gebe ich nicht her, den mache ich zum Oldtimer und habe den dann feierlich in die Garage gefahren, weil trocken. Also ein paar Jährchen her. Das sieht man natürlich. Also ich wette, er wird anspringen. Ich habe nie im Stich gelassen. Was sagt ihr, wird er anspringen oder nicht? Nochmal.
Andreas, gib ruhig Gas bisschen. Ding läuft. Gaspedal hängt. Also ich bin richtig glücklich. Das ist Hammer. Also ganz toll und hat mich nicht im Stich gelassen, mal wieder. Wir haben natürlich ein Unterdruckproblem. Hat man auch schön gehört. Der dreht schön hoch. 1990 Italien. Oh, richtig. Das war aus Italy. Da war ich bei der WM damals. Echt? Ja, live dabei. Also das ist auch so eine Erinnerung, jetzt wo du es gerade erwähnt. Das war damals in Mailand. Wir haben auf Fußball-WM geschaut, live. Das war toll. Und das hängt seitdem. Und wenn ich das so sehe hier, alles. Ich habe ja auch sehr viele Erinnerungen. Bei so einem Auto. Krass. Aber hört ihr das? So, ich lass mal Gas. Ach, schade. Schade. Wie sieht denn der Luftfilter aus? Okay, der Luftfilter sieht jetzt nicht so gut aus. Ich bin der Meinung, hier drunter ist irgendein Schlauch ab. Da siehst du schön unser Problem hier. Guck mal hier hin. Vergaserflansch ist kaputt, der hat einen Riss und da zieht der jede Menge Luft. Es wird sehr schwer, den zu bewegen. Vergaserdichtung müssen wir erneuern, können wir hier nicht machen. Ist auch nicht schlimm, wir werden den Wagen abschleppen und dann werden wir den in der Werkstatt anschauen. Ich danke dir nochmal. Ich danke dir. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Du beobachtest das Ganze, was wir damit vorhaben. Ich bin super gespannt. Ja, also freue mich auch richtig drauf, was raus wird. Schauen wir uns den von unten an, gucken, wie die Substanz ist und dann werden wir entscheiden, was wir damit vorhaben. Okay. Aber ich danke dir nochmal dafür, dass du mir den so gibst und ja, sei gespannt, was wir damit machen und dir auch. Freue mich drauf. Ihr habt gesehen den Golf. Der Golf von außen sieht natürlich nicht mal gut aus. Ihr müsst euch ja vorstellen, das Auto steht seit Jahren in der Garage. Wie lange steht er jetzt in der Garage? 11, 12, 13, was hat er gesagt? 14, 15 Jahre auf jeden Fall. Wie viel Staub und so da drauf ist. So, mich würde jetzt interessieren, ihr da draußen, ihr kriegt so ein Auto. Was würdet ihr mit so einem Auto machen? Wir werden ihn die Tage jetzt abschleppen lassen und danach werden wir mal schauen, wie der von unten aussieht, ob er Rost hat oder nicht. Ne? Würdet ihr den zum Oldtimer machen? Ist 37 Jahre alt. Würdet ihr einen Umbau machen? Ne? Weiß ich nicht, VR6, 18T, was auch immer. Was würdet ihr damit machen? Schreibt das mal mit in die Kommentare. Auf jeden Fall, Andreas, hier nochmal schöne Grüße. War sehr angenehm. Danke. Dankeschön fürs Zuschauen. Und mal schauen, was wir damit machen. Haut rein.